Ich wollte aber mich gerne weiterbilden doch irgendwie. Und mein Vater fand deswegen eine Handelsschule, eine private, Lülsdorf in der Jungsallee, wo er mich anmeldete. Das war für private Handelsschulen, naja, die wussten eigentlich nicht so genau, ob sie uns eigentlich nehmen dürfen oder nicht. Wenn sie denn also nett waren, dann nahmen sie uns. Wenn sie nicht nett waren, wiesen sie uns ab. Außerdem wollten ja private Handelsschulen auch ganz gern Schülerinnen haben. Und ich wurde dort also aufgenommen. Maria hatte praktisch, das erfuhr ich dann, wie ich sie dort traf. Maria hatte praktisch das Gleiche erfahren. Sie war auch aus der Schule rausgeflogen wegen dieses Gesetzes. Und ebenso hatte ihre Mutter wie mein Vater, obgleich die sich nicht kannten. Meine Mutter und also meine Eltern und Leipels Eltern kannten sich nicht. Und Maria kam zufällig auch in diese Handelsschule, weil man sich, höhere Handelsschule war ja naheliegend, wenn jemand sich für Sprachen interessiert, im Gymnasium war und da nicht mehr hin durfte, war ja höhere Handelsschule naheliegend. Und in dieser höheren Handelsschule lernten wir uns nun kennen. Maria fiel so etwas auf. Sie war klein, zierlich, große blaue Augen und sie ging immer in Schwarz, fiel mir auch auf. Und dann war sie im Unterricht, gab sie sehr gute Antworten. Man merkte in allem, dass sie Gymnasiastin war, wie ich auch. Und wir lernten uns nun durch diesen Unterricht, vielleicht saßen wir auch mal zufällig nebeneinander. Auf jeden Fall, wir kamen ins Gespräch und erzählten uns gegenseitig nun, warum wir nur in diese Schule gekommen waren und auch von unseren Familien, in welcher Lage die nun waren. Und Maria erzählte mir, dass ihr Vater kürzlich an einer Herzkrankheit gestorben sei. Wenn man nachher die Akten liest von anderen Leuten, ist das auch wichtig, weil einige Leute das falsch dargestellt haben, woran Herr Leipelt gestorben ist. Also Maria sagte mir damals, ich soll ja bei mir selber bleiben, dass ihr Vater eben an Herzversagen gestorben sei und dass sie deswegen schwarz trüge. Und eine Zeit lang, ich warte sie natürlich nicht sofort einzuladen, wenn auch gerade ihr Vater gestorben war. Aber sie tat mir eben doch sehr leid und ich habe dann sie mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, uns mal zu besuchen oder mich zu besuchen in meiner Familie. Und das hat sie auch getan. Und dadurch entwickelte sich nun so eine Familienfreundschaft. Maria kam ein paar Mal zu uns, lernte dann meine Mutter und meinen Vater und auch meine Schwester kennen. Und Frau Leipelt lud mich dann wieder ein, zuerst mich alleine und nachher auch wieder meine Mutter und meine Schwester. Mein Vater hat sie wohl auch eingeladen, der ist aber niemals hingegangen. Warum eigentlich nicht, weiß ich nicht genau. Mein Vater hatte es damals auch sehr schwer, weil es meiner Großmutter drohte immer, dass sie nach Theresien verschickt werden sollte. Und mein Vater gelang es immer, Atteste für sie zu besorgen, sodass sie dann für den jeweiligen vorgesehenen Transport, ich glaube, das war dreimal, oder vielleicht war es auch nur zweimal, nicht verschickt wurde, also dass sie da zurückgestellt wurde. Und dann hieß es warten bis zum nächsten Transport, was man da machen konnte. Das hat mein Vater natürlich alles sehr aufgeregt. Also ich weiß nicht, ob er deswegen nicht mehr zu Leibniz gegangen ist. Oder ob das auch manchmal alltags war. Und mein Vater war ja damals noch für einen jüdischen Rechtsanwalt tätig. Er konnte ja auch nicht einfach irgendwo zu Besuch gehen am gewöhnlichen Alltag. Und Frau Leipelt konnte nie zu uns kommen, weil seit 1941 mussten Juden Stern tragen. Und da Frau Leipelts Ehemann gestorben war, der ja arisch war, galt sie jetzt, also nicht mehr als privilegierte Mischehe, sondern sie musste auch diesen Judenstern tragen. Also Frau Leipelt konnte nicht zu uns kommen. Denn, muss ich wieder auf ein Gesetz anspielen, es war ja inzwischen Juden verboten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und das Flugblatt haben wir ja zugeschickt bekommen. Das hat Hans Leipelt bekommen an seiner Adresse, das letzte. Die anderen Flugblätter, von denen haben wir nichts gewusst. Und das war ein Fanal eigentlich. Denn wir waren von dem Inhalt fasziniert, dass jemand das sagte.
Und da konnten wir was tun. Wir wollten ja was tun. Nicht nur reden. Ja, wir hörten dann, ich glaube, wir haben am selben Tag oder ein paar Tage vorher, bevor die Geschwister verhaftet wurden, haben wir das Flugblatt bekommen und haben es mit Begeisterung gelesen und hörten, wussten nicht, von wem es kam, und hörten dann, dass Studenten in der Uni Flugblätter abgeworfen haben, verhaftet sind, wussten aber noch nicht die Namen. Und hörten dann, dass die, das ging ja sehr schnell, befragt wurden, verhandelt wurden und zum Tode verurteilt wurden. Dass der Freisler extra deswegen angereist kam. Und dann hörten wir auch die Namen. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt macht ja niemand mehr die Flugblätter. Die Menschen müssen doch wissen. Wir haben nicht mit der Gleichgültigkeit und der Lethargie gerechnet. Unser kleiner Kreis dachte wie wir. Das war natürlich naiv. Wir haben gedacht, wie Scholz ja auch, jeder, der etwas nachdenkt, müsste sehen, wohin Krieg und Nationalsozialismus treiben. In absolute Unfreiheit und Willkür. Und da haben wir die Flugblätter abgeschrieben, das Flugblatt abgeschrieben. Mit Kopien so viel wie es geht. Und haben sich überlegt, schreiben wir was drüber. Hatten zuerst gedacht, den Körper könnt ihr töten, aber den Geist nicht, das war uns zu lang. Und dann kam, und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Und das haben wir dann Institut weitergegeben. Manche haben es ja behalten. Manche haben es uns wiedergegeben. Manche wollten es gar nicht haben. Und haben es auch mit nach Hamburg gebracht. Und das war wichtig. Naja, also es spann sich da also eine politische Diskussion und Leipelt erzählte uns eben sehr viel von München, was er da so wusste. Ich kann mich leider nicht erinnern, und das ist für die anderen nachher sehr wichtig anscheinend gewesen, ob Leipelt gesagt hat, dass er die Geschwister Scholl persönlich gekannt hat und mit ihnen befreundet war. Also persönlich von Ansehen gekannt hat er sie auf jeden Fall. Das war ja auch in München noch, ich meine, die Universität war noch nicht so riesig wie heute und man kannte sich ja auch. Und er wusste ja auch von der Fluchtblattaktion. Also vom Ansehen hat er sie bestimmt gekannt. Aber ob er irgendwie mit ihnen befreundet war oder nicht, das lässt sich anscheinend nicht mehr feststellen. Und auch Maria weiß das nicht und ich habe alle möglichen Leute gefragt. Das weiß jetzt keiner. Also ich weiß nur, dass er eben da erzählt hat von den Hinrichtungen und von den Fluchblättern und von diesem Gauleiter. Und dann hat er ja dieses Fluchblatt da. Und er hat auch erzählt, dass er also, dann ging das also weiter, er hat auch erzählt, dass er in Hamburg Freunde hat. Zum Beispiel, ich habe ja Kuchaski schon erwähnt, den hat er ja schon in der Diskussion erwähnt. Und er hat auch Karl Schneider häufig erwähnt als Freund. Und noch manche andere, ich meine nicht alle, die ich nachher im Gefängnis kennengelernt habe, die dazugehörten, aber Leipelt hat eben einige seiner Freunde, von einigen seiner Freunden auch gesprochen da bei dieser Zusammenkunft. Und mein Vater vor allen Dingen und Hans Leipelt verwickelten sich auch in ein politisches Gespräch. Und Leute machen sich ja jetzt immer so viel Kopfzerbrechen, was nun eigentlich Hans Leipelts politische Einstellung gewesen ist. Er war sehr beeinflusst von dem Kucharski, der ja Marxist und Leninist war. Aber man kann nicht sagen, dass er auch so eingestellt war, sondern das war ihm eben so ein neuer Gedanke, was der Kucharski ihm erzählt hat. Und das wollte er alles mit meinem Vater doch mal besprechen, was der dazu meint.
Und der Weipelt schien doch der Meinung zu sein, dass ein gewisser Kommunismus im Sinne, wie es auch in der Urchristenheit war, wo also das Eigentum ganz gleichmäßig verteilt würde, dass das doch was für sich hätte und vielleicht doch anzustreben wäre. Aber er war natürlich auch ganz gegen Stalin, weil es auch wieder ein schrecklicher Diktator war. Also so etwas wollte er natürlich auch nicht. Und ich weiß nur, dass also Leipelt doch dann sehr diese idealkommunistische Richtung vertrat und mein Vater nicht. Der war anders eingestellt eben. Und also der war nicht kommunistisch. Er war zwar auch, na, wie soll ich sagen, er war mehr so demokratisch, liberal, SPD-Sympathisant, so in der Art. Aber er war ja kein Kommunist. Gleich nachher die kommunistische KZ-Stelle da ihn gerne für sich beansprucht hätte, was aber nicht stimmte. Naja, und sie haben sich da sehr ausführlich unterhalten, die beiden. Es war dann, er war immer, also er war sehr mutig. Er wollte, er hat eben gesagt, er sagt, ja, was machen wir denn nun hier jetzt weiter? Sollen wir noch mehr Flugblätter hier verteilen oder was sollen wir hier jetzt eigentlich machen, überlegte er sich. Und mein Vater sagte zu ihm, also das ist furchtbar leichtsinnig, dass Sie hier jetzt überhaupt irgendwas machen wollen. Denn nach dem, was Sie erzählt haben, ist die Gestapo Ihnen bestimmt schon auf den Fersen. Da sollten Sie sich jetzt eine Zeit lang wenigstens ganz und gar zurückhalten, damit Sie überhaupt nicht auffallen. Aber davon wollte Leipelt nicht wissen. Er musste weitermachen. Und das sah mein Vater in gewisser Weise auch ein. Nicht? Denn wir fanden ja mal alle, dass man was tun sollte. Und dass man aber so wenig Möglichkeiten hätte und dass man eben auch nicht die anderen Menschen allzu sehr in Gefahr bringen sollte. Und das sagte mein Vater natürlich auch. Er sagt, wenn Sie von diesen Freunden hier berichtet haben, selbst wenn die Gestapo das nicht so weiß, aber dann sollten Sie ja vorsichtig sein, dass Sie die Leute nicht auch alle irgendwie mit reinreißen. Ne? Und Leipelt wollte das auch gern von meinem Vater hören. Er wusste eben, dass er Jurist war und er wollte auch gerne ein bisschen von ihm beraten werden, was er vielleicht machen könnte. Aber dies war ihm natürlich doch zu gemäßigt, das wollte er nicht. Er wollte eben doch weitermachen. Und mir hat das natürlich sehr imponiert, dass Leipelt so auf jeden Fall weitermachen wollte. Ich hatte noch eins vergessen eben, was ich noch zu Leipelt da sagen wollte, zu dieser Sache, was er alles berichtet hat. Ach ja, ich wollte jetzt noch berichten von der Huber-Sache. Hans Leipelt hat auch berichtet, dass Frau Professor Huber, nein, dass Herr Professor Huber verhaftet sei. Und dass er, nachdem der Professor in Haft war, eine Geldsammlung gemacht hatte, weil die Gestapo auch, oder vielmehr die Behörde, dem, also die, zunächst über die Gestapo, ihm seine Pension auch, also, oder sein Gehalt auch also abgeschnitten hätte, nicht mehr ausbezahlt hätte. Und deswegen hätte er in München eine Geldsammlung veranstaltet und das hätten sie aber anonym und einfach zum Teil in den Briefkasten gesteckt oder anonym durch andere Leute ihr das Geld übermitteln lassen. Und dann sind Maria und ich zusammen weiter ja zu Schacko gegangen und Maria hatte von ihrem Bruder einige Flugblätter bekommen. Und die haben wir dann auch in der Sprachenschule Schacko abgeschrieben. Wir hatten ja da Schreibmaschinen zur Verfügung und da dann nur sehr wenig andere Schüler waren, hatten wir also manchmal auch den ganzen Raum mit den Schreibmaschinen für uns alleine. Und wir haben dann einige dieser Flugblätter, die Maria hatte, abgeschrieben, aber so einfach abgeschrieben mit Durchschlägen. Eine andere Möglichkeit hatten wir ja nicht. Also wenn man da jetzt im Zeitungsartikel das dann, ich hätte die vervielfältigt, das klingt so, als ob ich da so ein Vervielfältigungsapparat gehabt hätte. In Wirklichkeit haben Maria und ich das eben mit mehreren Durchschlägen mehrmals abgetippt. Und dann habe ich das Maria wieder zur Verteilung übergeben. Also ich bin sicher, ich habe auch ein paar von den Flugblättern selbst mitgenommen. Aber was ich damit gemacht habe, ob ich die guten Freunden gegeben habe, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass Maria und ich diese auch abgetippt haben. Das haben ja alle von uns getan und das wirkt vielleicht jetzt für Historiker manchmal so, als ob wir das alle hinterher behaupten. Aber ich glaube das nicht, denn das war ja auch unser Hauptziel, nachdem wir von Hans Leipelt und eben Traute Lavrenz erfahren hatten über diese Flugblätter, dass wir eben auch das weiterführen wollten. Nicht? Andere Ideen hatten wir ja auch nicht, denn die Idee mit der Lombardsbrücke und sonst, das war ja
Fantasiegespinst.